Da hören wir gerne zu, wenn die irischen Fans das Spielende herbeisingen. Fabregas. Den richtigen Ton getroffen haben heute die Spanier. Es war eine großartige Komposition an schnellen Pässen, an Drehungen, an Wendungen, an Ballbesitz. Ein Musterbeispiel, wie man einen berechenbaren Gegner mit seinen begrenzten Möglichkeiten beherrscht, wie man sich ihn zurechtlegt. Und in der zweiten Hälfte alles an konsequenter Chancenverwertung nachgeholt hat, was in der ersten versäumt wurde. Und damit ist das letzte Lied noch nicht gesungen, aber sie haben alles gesagt mit ihrer Leistung auf dem Platz, die Spanier. Torres kriegt Anweisungen für das erste Interview, was er gleich zu geben hat. 4:0 besiegt der Welt- und Europameister. Harmlose Irren in der Höhe mindestens verdient. UEFA Euro 2012 im Ersten.